Zwei äußerst wissbegierige Volksschulklassen streiften am Dienstag durch das Gelände der Polizeiinspektion Alpenstraße. Die Drittklässler absolvieren gerade das Projekt Kinderpolizisten. Dabei bekommen die Schüler zuerst einen Tag Unterricht an der Schule, am zweiten dürfen sie sich dann ein Bild von der Polizeiarbeit machen. Drogen. Was habe ich zu Drogen gesagt? Wenn man einen Spritz jetzt findet, man darf es nicht anrühren. Themen der Polizei sollen so kindergerecht aufbereitet werden. Sachthemen, was sowohl in den Bereich Verkehrserziehung hineinspielen, als auch in den Bereich Kriminalprävention, sprich Themen wie Gewalt, Sachbeschädigung, Diebstahl, Ladendiebstahl, eigentlich alles Themen, wo die Kinder auch schon in dem Alter indirekt oder direkt sogar betroffen sind. Den ersten Programmpunkt des zweiten praktisch orientierten Tages des Projektes machte die Hundestaffel. Apportieren war für die Kinder noch nicht so außergewöhnlich. Als jedoch der Polizeihund einen vermeintlichen Verbrecher dingfest machte, kamen die Kinder schon ins Staunen. Auf spielerische Art die Polizeiarbeit kennenzulernen und Barrieren abzubauen, ist ein Ziel des Projektes. Die Kinder haben, also die Erfahrung, was ich bis jetzt gemacht habe, einen ziemlichen Respekt von der Polizei, oder man verschockt sie den halt. Und dann denke ich mir, es kann man auf spielerische Weise die ernsten Themen sehr gut umbringen. Das ist ganz anders, wenn Kinder da wirklich quasi mit den Betroffenen irgendwie Kontakt haben und einmal die Einrichtung kennenlernen, da geht dann schon viel Scheu verloren. Und der Kontakt zur Polizei ist natürlich dann ein anderer wie nur vom Papier weg. Auf jeden Fall keine Scheu mehr zu merken war bei den Kindern, als es galt, das Polizeimotorrad zu besteigen und Blaulicht und Sirene einzuschalten. Und beim Gruppenfoto vor dem Mannschaftsbus gab es dann endgültig kein Halten. Wir haben die Hunde angeschaut und wir haben gesprochen über Waffen und so. Ich will auch mal reden. Ja? Und was habt ihr noch gemacht? Wir haben uns noch aufs Motorrad gesetzt und das war's. Was hat euch am meisten gefallen bis jetzt? Die Hunde! Da hatten sie die Vorführung der Spezialeinheit Cobra aber noch nicht gesehen. Die Elite-Polizisten stiegen zuerst fast ohne Hilfsmittel ein Hausdach und gelangten dann wie Spider-Man mit einem Seil von Gebäude zu Gebäude. Ein paar Kunststücke am Seil lösten dann wahre Begeisterungsstürme aus. Derart begeisterte Nachwuchspolizisten hatten sich dann auch eine Urkunde und einen Dienstausweis mit Dienstnummer redlich verdient. Der eine oder andere Grundstein für die zukünftige Polizeikarriere dürfte somit gelegt sein. Polizeiauto mit Süßigkeiten, Urkunde und Kinderausweis. Ja, und wie fühlt ihr euch jetzt als junge Polizistinnen? Gut!